Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable Online Weihnachtsspecial. Mit dabei ist der Justin. Hallöchen. Und wir stehen natürlich noch bei Scott Buttergood, wo wir jetzt auf Yeti-Jagd gehen. Also ich schätze mal, dass wir jetzt auf Yeti-Jagd gehen, da wir letzte Folge ein Foto gemacht haben und man da wohl Yeti im Hintergrund sehen konnte. Und uns glaubt jetzt keiner und jetzt, ja, werden wir mit Scott Buttergood versuchen zu beweisen, dass es Yetis gibt. Ich glaube, das war eine gute Zusammenfassung. Ja, das ist akkurat. Ja. Also, sowas wusste ich's doch, dass du daran glaubst. Wie könntest du auch nicht? Du warst in der Gegenwart dieses mächtigen Tieres, auch wenn du nicht bewandert genug warst, es zu bemerken, bis du das Foto ausgedruckt hast. Herrje. Wo ist deine Ranger-Freundin? Sie hat dir nicht geglaubt? Na, das überrascht mich nicht. Nicht jeder hat die Gabe, die Faszination und Wunder der Welt zu akzeptieren. Die Leute denken, ich bin leichtgläubig, aber ich bin einfach poesiebegabt. Du kannst mir helfen, meine Ausrüstung auszupacken und eine Falle zu bauen. Ich muss absteigen. Ich glaube, dafür mache ich den Schnee aus, das ist einfacher. Für das, was danach kommt. Okay. Such mal einen Seismographen. Ich habe ihn selbst gebaut. Nach Anleitung von einem wissenschaftlichen Videokanal auf YouTube. Hey, sind wir da auch? Damit wissen wir, wann die Erde zu beben beginnt, weil der Yeti herumstampft. Ja, du hast schon recht, das merken wir wahrscheinlich auch so, aber hey, es ist ein cooles Teil. Und wir brauchen den Stinkometer. Nach allem, was man weiß, stinkt ein Yeti schlimmer als ein Stinktier auf der Müllhalde. Wenn dieses Ding zu piepen anfängt, wissen wir, dass wir nah dran sind. Was? Ja, wahrscheinlich riechen wir ihn selbst. Aber was, wenn wir plötzlich verstopfte Nasen haben? Sicher ist sicher. Und den Audiorekorder dürfen wir nicht vergessen. Ich habe ein sehr gutes Gerät. Ich habe schon einige Stimmen damit aufgenommen. Meistens höre ich so etwas wie verschwinde, geh weg damit oder lass das bitte. Aber vielleicht nehme ich eines Tages noch eine Geisterstimme auf. So. Jetzt müssen wir zwei gesammelt. Und ich hatte vorhin einen Netzwerkfehler, weshalb es jetzt einen kleinen Cut beim Vorlesen gab. Ich hoffe, ich habe das in dem Schnitt dann gut geschnitten, dass man das nicht so extrem dann hört. Ja, weiß ich ja jetzt noch nicht in der Aufnahme, ob ich das hinkriege. Also wie gut. Sehen wir später. Ja. Oh Gott, hier läuft jemand los, das bei Fuß zu Fuß zu machen. Hilfe. Sachen einsammeln. Ja, weil das Pferd steht hier und sie läuft gerade da hinten hin. Wie viel brauchen wir denn? Ah. Also brauchst du nicht alle. Nee, man braucht 2 Stück oder so. Ja, ich habe das natürlich so gemacht, dass ich erst nach ganz hinten geritten bin und dann dachte ich mir so, hm. Aber dann habe ich jetzt die restlichen zwei auch noch eingesammelt. Ja, ich wollte gerade sagen, kannst alle einsammeln. Hört ja nicht. Ja. Da warte, ich kann den Schnee mal wieder anmachen. Wo muss ich denn? Ach, da hinten. Ups. Ja. Kann man das nicht? Warte mal. Nein, er muss absteigen, um das zu machen. Meine, ist ja unrealistisch, wenn du die Falle zusammen baust auf einem Pferd. Ja, aber dass du die Stecker aufhebst, während du reitest. Ja, dass du die Stecker aufhebst, während du mit voll Karacho reitest, das ist realistisch. Und dass das ich Sachen baue, ohne Sachen im Inventar zu haben. Na, die hast du ja vielleicht in deiner anderen Hosentasche. Ja. Ja, die Falle sieht stark aus. Ich streue etwas Müsli als Lockmittel rein. Müsli? Ja, da stand Müsli. Ich reite da rein, ich will Müsli haben. Oh lol, jetzt Collision. Ich dachte, da reitet man wieder durch. Nee. Ja. Also, okay, jetzt wird nur noch eins zu tun. Wir müssen warten. Genau, denn wir haben jetzt einen Zeitblock, aber die Folge ist natürlich jetzt noch nicht zu Ende. Wir haben ja gerade so gesehen erst angefangen. Deswegen jetzt ein kleiner Cut kommt und ja,
für mich dann mache ich dann morgen weiter und wir sehen uns dann einfach gleich nach dem Cut wieder. Bis gleich. Und da sind wir jetzt wieder nach dem, ja, kurzen Cut für euch, für uns ein etwas längerer Cut, denn ja, für uns ist jetzt ein Tag vorbei. Und nächster Tag. Genau, und wir gucken natürlich jetzt direkt einmal, was Gott hat. Halleluja. Da ist meine Maus. Holy moly, wir sind eingeschlafen. Aufwachen, stellen wir uns dem Yeti. Meine Nase ist wohl etwas verfroren. Ich rieche ihn gar nicht. Er versucht wohl leise zu sein. Das oder meine Ohren sind auch eingefroren. Ich hatte erwartet, dass er da drin herumwütet. Das ist seltsam. Wirf mal einen Blick hinein, Astrid. Warum ich? Du kannst sowas gut. Klar. Astrid, was machst du da mit dem Polarfuchs? Oh Mann, bin ich froh, dass die Rangerin nicht hier ist. Das gäbe Ärger. Das glaube ich sofort. Schnell, lass das Füchslein frei. Wir brauchen gewitzteren Fangmethoden für unseren Yeti. Gut, wir müssen den Yeti also anhand seiner Fährte verfolgen. Das ergibt die Pferde-XP. Wir suchen also nach allen möglichen Zeichen oder Veränderungen, die durch ein Yeti entstanden sein können. Fußabdrücke, abgeknickte Zweige, Kot. Sehen wir da jetzt? Das macht Sinn, keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach nur was gemacht. Keine Ahnung. Nimm mal was. Sieh bitte. Yep, Yeti-Kacke. Ich glaube, ich sehe da drüben schon welche. Wenn man einem Tier auf der Spur ist, achtet man auf die Größe, die Form, den Fundort und die Konsistenz. Das zweite ist lustig. Ja, ich hab schon. Achso, dann nehme ich das zweite. Los, geh hin. Die Texte sind übrigens gleich, egal was du anklickst. Ja, ich hab's gemerkt. Du musst erst das Ding mitnehmen, was da vorne liegt. Und ja. Ja, warte gesehen. Du bist nur guter alter Schnee. Ah ne, warte, ich muss noch weitermachen. Analysieren. Gut, dass du das jetzt gesagt hast, dann kann ich halt mitreiben. Das leuchtet so lila. Nee, das auch nicht. Ah, da hinten hin. Ja. So praktisch, wenn du vorreitest. Noch ein Schneehaufen. Ich leuchte lila. Ich habe mich so hingestellt, dass ich hier verliere. Das ist nur guter alter Schnee. So, dass ich mich bei dir mal ein bisschen teleportiere. Oh, jetzt bist du weg. Oh. Ja. Du bist jetzt hier. Okay, okay, und? Du hattest recht. Das ist nur Schnee. Mist. Ich bin eigentlich sehr froh. Oder? Ich denke, es ist an der Zeit, meine Elite-Ausrüstung auszupacken. Okidoki, Astrid. Ich habe hier noch ein taktisches Ausrüstungsteil. Sieh es dir an. Eine Wärmebildbrille. Viel besser als Nachtlichtgeräte, weil man sie auch am Tag benutzen kann. Natürlich sind Wärmebildbrillen nicht ganz billig. Deswegen habe ich diese hier selbst gebaut. Geh vorsichtig damit um. Sie ist zerbrechlich. Nimm sie mit auf die Klippe und sieh dich damit um. Alles klar. Muss ich mir wieder etwas aufsammeln? Nein, muss ich. Okay, auf geht's. Und ich suche mir natürlich einen Weg, aus dem ich nicht lang kann.
Ja. Ich reite jetzt einfach wieder hinterher. Du findest den Weg schon. Ich hab das hier noch nie so leer gesehen. Immer wenn ich hier vorbeireite, sieht hier irgendwie Event. Stimmt, das ist mittlerweile sehr oft hier belegt. Keine Sachen zu entdecken. Ich weiß gar nicht, ob du das anklicken musst, wenn da nichts ist, aber. Keine Aktivität zu entdecken. Ich reite weiter geradeaus. Acker auf dem Berg da drauf. Alles klar. Ich halte hinterher. Fangen wir mit dem an. Nichts außer schöne Aussicht. Ja. Also die Aussicht ist echt schön. Da kann man auf jeden Fall schon mal nicht widersprechen. Ja. Okay, das ist der richtige. Hier oben? Ja. Ah, perfekt. Nein, ich habe mich nicht erschrocken. Der Yeti hat dich erschreckt. Passt. Bei Anna passt das. Ja. Ich wurde tatsächlich erschreckt. Ich bin schon mal wieder darunter. Ach cool, man sieht mich in der Ferne. Hopp, oh, ja, nur mal. Jetzt sieht man dich auf jeden Fall wieder besser. Ich warte kurz. Sonst weiter. Bei mir bist du, glaube ich, gerade durch den Zaun gelaufen. Ich bin davor stehen geblieben. So. Ich dachte, so zusammen bist besser. Ja. Ist nett. Hallo, Scott. Du hast den Yeti gesehen? Wo? Ich fände es übrigens super, wo gerade noch eine andere Person wäre und genau zeitgleich dahin gegangen seid. Zu schade, dass du ihn erschreckt hast und er geflohen ist. Stimmt. Was sagst du? Du glaubst nicht, dass es so war? Wie dem auch sei, wir sind zu zweit gekommen, um jetzt auf. Wir sind nicht so weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Aber ich muss meine Ausrüstung gut einpacken, ein Happen Essen und eine Mütze Schlaf holen. Für heute ist es also genug. Oh Mist, auf mich warten ja auch noch ein paar Arbeiten. Weißt du was? Ich gebe dir Bescheid, wenn ich bereit bin für unsere nächste Expedition. Abgemacht? Bis die Tage, Astrid. Da bitte kein Zeitblocker. Nö, kein Zeitblocker. Aber keine Quest. Echt nicht? Nö, es sei denn, irgendwo auf der Map ist eine gekommen. Aber ich hab. Eigentlich nur noch drei Quests und die sind nicht. Moment, ich habe leider ein etwas längeres. Doch, eine Nachricht von Scott Buttergood, ja, Streusel in Winterdorf. Wahrscheinlich war letztes Jahr, weil es glaube ich die Quest ja als erstes reingekommen. Ich glaube, da war das dann. Musste man auf ein Update warten oder so, vielleicht. Ja. Möchtest du das jetzt noch machen? Ja. Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen. Ein bisschen machen wir noch. Okay. So, Streusel. Mach du schon mal weiter, ich bin sofort wieder da. Okay. Scott Buttergood hat dich gesucht. Er lässt dir ausrichten, dass du nach Silverglade kommen sollst. Ich glaube, er will die Leute überzeugen, bei seinem Cosplay mitzumachen oder was immer er da treibt. Ist klar, auf nach Silverglade und ich bin erstmal bei Batman. Ja, auf zurück und nach Silverglade. Mit diesem Ladebildschirm, wo ich nicht weiß, worüber ich labern soll. Bin ich davon geraten oder
Achso, da bist du. Ich wollte schon sagen, ich bist du schneller unterwegs als ich. Was ist denn hier? Ass. Gut, warum immer. Sieht gemütlich aus. Hallöchen Astrid, danke, dass du gekommen bist. Da wartet noch eine Yeti-Suche auf uns. Reiten wir Richtung Hollowoods. Nicht schon wieder. Ich kenne mich doch so gut in Hollowoods aus. Ich muss mal kurz überlegen, wann die Folge kommt. Ich glaube, nach meiner Zeitrechnung ist das die vorletzte Folge, die letzte Let's Play-Folge, wo ich da so schön drüber geredet habe, wie gut ich mich in Hollowoods auskenne. Ding. Ja. Auf den Hollowoods. Naja, je Macbeth sich jetzt da macht, desto eher kenne ich mich da wieder aus. Also immer positiv sehen. Okay, mitten in Hollowoods bei diesem Bach. Muss da hin. Hui. Da war ein Blätterhaufen. Oh, noch ein Blätterhaufen. Das ist sicher durchzuhalten. Es sieht cooler aus als diese Schneehaufen, die es gerade im Hintergrund gibt. Hier noch weiter. Oh, ein Glück, hier kam keine Klippe. Hier ist jetzt eine Klippe. Ja, perfekt, haben wir gut gemacht. Strawberry Power. Nicht Strawberry Kids, Strawberry Power. Da oben. Das ist halt wirklich auf dem Berg. Das habe ich erstmal rausgefunden. Aber wo geht's denn hier hoch? Ah, da. Perfekt. Ich sehe keine Spur von dem Yeti. Wir müssen mit unserer Suche ganz von vorn anfangen. Womit willst du es zuerst versuchen? Alles außer Yeti-Kacke. Mist, ich habe den Code-Analysator nicht in meiner Satteltasche. Dann müssen wir es auf die altmodische Art machen. Holy moly, ist das kalt hier. Komm, wir machen ein Lagerfeuer. Dann ist uns schön warm, während wir unsere Strategie besprechen und es hält gefährliche Tiere fern. Sammle etwas Feuerholz und Zündholz, während ich kurz in mein Sicherheitshandbuch für Camper schaue. Genau. Ja. Bin wieder da. Ja. Was ist denn mit Feuerholz? Hä, bin ich blind? Ja, bin ich. Oh, man sieht das Glitzern nicht. Doch, man sieht das Glitzern, aber du siehst das Holz nicht. Gut, ich sehe da selbst das Glitzern kaum im Schnee. Und bei dir ist es auch unnormal hell. Ja, vielleicht. Da hast du aber gute Beute gemacht, Astrid. Bevor wir loslegen, möchte ich die Regeln zum sicheren Umgang mit einem Lagerfeuer durchgehen. Erstens, machen Sie Ihr Feuer in den dafür vorgesehenen Bereichen. Zweitens, lassen Sie Ihr Feuer nie unbeaufsichtigt. Drittens, löschen Sie das Feuer, ehe Sie schlafen gehen. Viertens, halten Sie immer Wasser oder Sand bereit, um das Feuer zu löschen. Ich habe schon alles in der Nähe unserer Feuerstelle weggeräumt, das von einem Funken oder aufgewirbelter Glut in Brand gesetzt werden könnte. Es kann also losgehen. Ich warte, weil die nächste Quest. Und warte ich auf dich. Ja. Gut gemacht. Ich habe Streichhölzer. Ich mache es an. Geh bitte auf Abstand. Ah, ist das nicht herrlich? Endlich habe ich wieder warme Zehen. Jetzt will nur noch ein paar Würstchen. Okay, wir müssen an unserer Strategie zum Aufspüren des Yetis arbeiten. Ich schätze, wir könnten nach Fußspuren Ausschau halten. Ich habe auch Fußabdruckmesswerkzeuge dabei. Was? Du hältst das für ganz normale Stöcke?
Wenn du bitte genauer hinsehen würdest, würdest du feststellen, dass der eine Stock so lang ist wie mein Fuß und der andere viel länger. Wenn du also einen Fußabdruck siehst, misst du ihn mit diesen Stöcken, um zu bestimmen, ob er von einem normalen oder von einem großen Fuß stammt. Ist doch einleuchtend. Wieso sind meine Zehen auf einmal so kalt? Was zum... Das Feuer ist aus. Da läuft ein... Yeti? Ein? Der Baby-Yeti hat unser Feuer angegriffen. Er will uns provozieren. Ihm nach. Eigentlich wollte ich jetzt einen Cut machen, aber nein, jetzt will ich jetzt jagen den Yeti. Okay, denk es mir auch. Was in aller Welt? Das ist ein Überfall. Diese Horde böser Kinder will uns in eine brutale Schneeballschlacht verwickeln. Schnell, mach uns Munition und wirf. Ich hoffe, du triffst. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Astrid, wenn wir überleben. Hey? Wo ist er denn hin? Was müssen wir denn machen? Ah! Die Schneebälle einsammeln und den Kollegen abwerfen. Gott! Dafür müssen wir erstmal wissen, wo ich die Schneebälle machen. Dieser blöde Ass. Aber lustig. Wenn ich die Orte sehen würde. Ah, hier sind mehrere. Vielleicht gehen sie noch ein. Ja, hier sind ein paar. Eine Schneebälle mehr. Anforderung erfüllt. Gut. Ich werde zurücktippen. Wir haben die Schlacht gewonnen, aber der Krieg ist noch nicht vorbei. Das war vielleicht ein wenig übertrieben. Kein Krieg. Eine Aufspürmission. Meine nahe Begegnung mit dem riesigen Yeti steht noch aus. Boah, was ist das? Piep, piep. Die großen Augen bringen einen zum Schmelzen, was? Die Füchsin sollte uns nicht zu nahe kommen. Sie braucht wohl Hilfe. Was ist denn los, meine Kleine? Piep, piep. Was? Timmy ist in einen Brunnen gefallen? Jip, jip. Oh, tut mir leid, ich bin etwas eingerostet, was füchsisch angeht. Wir folgen dir einfach, okay? Jip, jip. Oh Gott. Tja, der Yeti muss warten. Wir haben eine neue Mission, Astrid. Es ist jetzt unsere Mission, diesem niedlichen kleinen Polarfuchs zu helfen, der uns ganz sicher nicht beißen wird, denke ich. Eben nach Silverglade. Ja, aber da machen wir dann nächste Folge weiter. Ja, alles gut, du bist direkt da. Ah, perfekt.
Wir machen hier dann trotzdem nächste Folge weiter. Und nein, ich sehe dich gar nicht. Glaub. Das meinte ich gerade, du siehst keinen. Achso. Gut, dann sehen wir uns trotzdem nächste Folge wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.